Carlos Bernecker, die Swissport Arena tobt, das Volk ist begeistert. Wer soll den FC Luzern noch stoppen? Jedes Spiel bietet eine neue Gelegenheit, mit den Illusionen, mit dem Optimismus reinzukommen. Jedes Spiel entwickelt sich etwas anderes, als was man sich vorstellen kann. Und von dem her sind wir selber in der Verantwortung und richtig diese optimale Verfassung, wo sie jetzt noch zeigen, ständig noch zum Überwachen. Es wird letztendlich wichtig sein, dass wir den Weg, wo wir jetzt eingeschlagen haben, konsequent weiter verfolgen. Und dazu es ist wichtig, dass wir als Verein die gesamte Kräfte können wir noch konzentrieren, um weiterhin so erfolgreich noch zu spielen. Wir hatten einige Fehlpässe gehabt. Am Anfang in der Defensive ist er in Führung gegangen, hat aus dem Heiteren nichts das Gegengoal bekommen. Sind Sie zufrieden mit der ersten Halbzeit? Wir wussten, dass diese englische Woche mit dem Druck, wo die Mannschaft erlebt hat in dieser Saison, enorm viel Kraft gekostet hat. Gerade nach dem Spiel gegen Thun, nach dem Spiel gegen St. Gallen, wo enorm viel Kraft gekostet hat und die Mannschaft hatte müssen richtige diese Kräfte einteilen. Es war wichtig, dass wir nicht überhastet reagierten. Hat dazu geführt, dass Ibe auch nach dem Tor besser ins Spiel reingekommen ist, verdient den Unentschieden erreicht. Durch diese Situation, die ich vorher erwähnt habe, haben wir können die Kräfte in der zweiten Halbzeit besser einordnen. Und dann sind wir so kompakt gestanden, die uns erlaubt hat, die Angriff zu neutralisieren und gleichzeitig von den Gegnern und gleichzeitig unseren Angriff effizient noch zu konkretisieren. Sie haben es angesprochen, die englischen Wochen, aber in der zweiten Halbzeit hat man eigentlich nur noch die Blauen gesehen. Entsprechend verdient hat man sich den Sieg über die ganzen 90 Minuten. Ja, die Mannschaft hat einen enorm viel Aufwand betrieben, auch das Spiel richtig interpretiert. Und die Spiele verdienen ein großes Kompliment, wie auf diese Krise mit diesen kooperativen Einstellungen. Und ich betone nochmal, kooperative Einstellung, über eine schwierige Phase rausgekommen sind und jetzt haben mehr als verdient, das zu genießen und auch gleichzeitig gelobt werden von allen FCL-Fans. Die Spieler haben in der Tat das Lob verdient, sie sowieso. Noch ein Wort zum fantastischen Luzerner Publikum. Ja, man bekommt fast Gänsehaut. Das sind die schweizerischen Plätze, Fußballplätze. Es ist nicht selbstverständlich. Das argentinische Verhältnis fast schon. Ja, genau. Es sind ein paar Singen, ein paar Ton, wo erinnern mich. Und das ist schön. Man will fast auf den Platz so gleich auch springen, he? Und miteinander feiern. Und das denke ich, das ist das auch vom Fußball. Jeder Fußballer will solche Bühne noch haben, um sich zu präsentieren. Die Mannschaft hat kapiert, was man benötigt, die Fans auf unserer Seite noch zu haben. Und nochmal, seine gegenseitige Empathie vorhanden. Wir müssen weiter diese gemeinsamen Kräfte konzentrieren, dass jeder Gegner, der hier kommt, nicht nur gegen 11, sondern gegen 12 noch spielt, so wie es jetzt der Fall ist. Danke vielmals, die Halbstadt feiert weiter. Ein gutes Wochenende noch, Carlos Bernecker. Merci, Alain.